Hallo liebe Brettspielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Schollenrollen aus dem Amigo Verlag. Ein Spiel für 2 bis 8 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von ca. 20 Minuten. Wie immer zeige ich euch als erstes, was findet ihr in der Spieleschachtel an Inhalt, wie baut ihr dieses Spiel auf und wie funktionieren die Regeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Video zu Schollenrollen. In der Spieleschachtel findet ihr folgenden Inhalt, eine kurze Anleitung und dann einen Satz mit 4 Würfeln und ein paar Schollen in Gelb und Rot. Ja, das ist er, der komplette Inhalt dieser Spieleschachtel und als nächstes zeige ich euch, wie ihr das Ganze jetzt aufbaut. Der Aufbau funktioniert wie folgt, ihr nehmt die Schachtelunterseite, das ist das Netz. Das bekommt der Startspieler, den ihr irgendwie auslost. Und dann müsst ihr nur noch die Würfel bereitlegen und jetzt noch ein paar Schollen aus dem Spiel nehmen. Wenn ihr mit weniger wie 6 bis 8 Leuten spielt, denn bei 2 Leuten zum Beispiel dürfen nur 8 von diesen roten Schollen mit ins Spiel. Bei 3 Leuten wären es 12, bei 4 Leuten wären es 16 und so weiter. Das heißt, die restlichen kommen aus dem Spiel. Es ist immer so, die gelben sind 1 wert und die roten einfach 3. Und die legt man einfach irgendwo auf den Tisch. Ein Spieler, also der Startspieler, bekommt die Würfel und die Schachtelunterseite und los geht's. Lasst die Würfel rollen, sie bestimmen die Größe eures Fangs. Doch seid nicht zu gierig, schnell ist alles wieder verloren, was ihr in eurem Netz hattet. Nach jedem Wurf entscheidet ihr neu, weiter fischen oder einen bisherigen Fang sichern. Denn am Ende gewinnt nur, wer die meisten Fische nach Hause bringt. Petri Heil. Schollenrollen ist ein einfaches Würfelspiel, was aber recht lustig ist und es funktioniert folgendermaßen. Der Spieler, der am Zug ist, nimmt sich einfach das Netz und die 4 Würfel. Und was man als erstes macht, ist einfach mal die 4 Würfel zu würfeln. Und da können jetzt verschiedene Sachen drauf sein. Schauen wir sie uns kurz an. Hier gibt es zum einen, dass da drauf ist eine Scholle. Es kann auch sein, dass hier drauf ist 2 Schollen. Und das bedeutet einfach, dass man sich so viele Schollen, wie man hier gewürfelt hat, hier aus dem allgemeinen Vorrat nimmt und mal in sein Netz wirft. Dann kann drauf sein dieser Angelhaken. Der Angelhaken bedeutet, ich darf mir entweder eine gelbe Scholle aus dem Vorrat nehmen oder von einem Mitspieler eine gelbe Scholle aus seinem schon gefangenen Fischvorrat klauen. Dann gibt es noch ein paar blaue Seiten. Da gibt es zum einen hier das Wasser. Das bedeutet überhaupt nichts, das hat keine Auswirkung. Und es gibt diese mal 2 Seite. Und hier werden alle Schollen, die hier gewürfelt sind, einfach verdoppelt. Das heißt, hätte ich das jetzt gewürfelt, hätte ich nicht 4 Schollen, die ich mir nehmen darf, sondern sogar 8. Oder würde ich das hier würfeln, dann wird das Ganze doppelt verdoppelt. Heißt, einmal verdoppelt wäre 6, dann verdoppeln wir die 6 nochmal, hätten wir 12 Schollen, die wir nehmen dürfen und in unser Netz hier reinwerfen. Das Besondere ist nur, dass Würfel mit der blauen Seite eine Besonderheit haben, die das Weiterwürfeln betrifft. Denn es ist so, dass ich so lange weiterwürfeln darf, wie ich möchte, aber nur so lange, wie ich schwarze Würfel habe und ich muss immer eine Scholle würfeln. Sollte ich bei meinem Würfelversuch keine Scholle würfeln, ist mein Zug sofort vorbei. Da hilft auch ein Angelhaken nichts. Ich brauche eine Scholle auf einem Würfel, um weiterwürfeln zu dürfen. Und das Wichtige ist einfach, wenn ich keinerlei Scholle würfel, ist sofort mein Zug vorbei und ich muss alle Sachen, die ich schon gefangen habe, wieder zurück in den Vorrat legen. Das heißt, ich muss mich von Zug zu Zug jetzt entscheiden, würfel ich weiter, habe ich zu viele blaue, dass es zu wenig Würfel werden, was tue ich? Und das schauen wir uns einfach mal kurz jetzt im Zusammenhang an, ist ja nicht schwer alles. Ich würfel und habe jetzt hier 5 Schollen. Das heißt, ich nehme jetzt gleich mal so eine rote, wirf die zu mir rein, denn eine rote zählt eben 5, kann ich jederzeit auch tauschen. Und habe jetzt eine blaue Würfelseite, die muss ich zur Seite legen. Und jetzt überlege ich mir, 3 Würfel habe ich noch, würfel ich weiter oder nicht? Naja, bei 3 Würfeln, da würfel ich doch mal weiter. Jetzt habe ich nochmal 5 Schollen, also packe ich mir wieder 5 ein, diesmal nehme ich sie in gelb und ich darf wieder diese 3 Würfel würfeln. Mache ich gleich nochmal 3 Schollen und eine blaue Seite, das heißt, es ist schon ein zweiter Würfel zur Seite gelegt. Wichtig ist auch, wenn ich blaue mal 2 Würfel zur Seite lege, die zählen jedes Mal, wenn ich Schollen würfel, wieder als mal. Das heißt, mal 2 Würfel ist nicht schlecht, wenn der hier an der Seite liegt,
wären das hier schon wieder 6 Schollen gewesen. Also die mal 2 würfeln zählt immer. Wie gesagt, die Wasser bringen sowieso nichts. Ich würfel nochmal. Nochmal 2 Schollen, wieder in schwarz. Sag ich mal, okay, jetzt langt's mir. Sichere ich lieber mal meinen Fang. Das heißt, ich leere das alles bei mir aus. Und das ist jetzt mal das, was ich in dieser Runde gefangen habe. Das ist sicher, das kann mir nur noch ein anderer Spieler mit einem Angelhaken hier einzeln wegklauen. Ansonsten kann da schon nichts mehr passieren. Und dann geht einfach das Netz an den nächsten Spieler rüber. Der nimmt auch wieder die Würfel, würfelt die durch und hat jetzt Pech. Er hat keinen einzigen schwarzen Schollenwürfel gewürfelt. Und somit ist sein Zug auch sofort wieder vorbei. Und der Spieler hier drüben ist wieder dran. Also so schnell kann es gehen, wenn man Pech hat. Der würfelt jetzt folgende Sachen. Einmal mal 2, einen Angelhaken, einmal Wasser. Heißt, ich nehme jetzt eine Scholle aus dem Vorrat. Dann mit dem Angelhaken dürfte ich auch einem anderen Spieler eine Scholle klauen. Der hat aber noch gar keine. Also nehme ich noch eine aus dem Vorrat. Und mal 2 war ja, das heißt, diese Scholle war ja doppelt. Also nochmal eins dazu. Jetzt muss ich diese beiden Würfel zur Seite legen. Sag aber, gut, mit den 2 würfel ich jetzt weiter. Und jetzt habe ich auch einmal 2 und einen Haken. Leider keine Scholle gewürfelt, das heißt, alles, was ich gerade hatte, kommt zurück in den Vorrat. Sollte ich mir von einem anderen Spieler mit dem Angelhaken Schollen geholt haben und versaust dann, kommen die auch zurück in die Mitte. Das heißt, der Spieler kriegt die nicht zurück. Jetzt ist er wieder dran. Er würfelt, hat mal 2, hat 4 Fische. Das heißt, das sind schon mal 8 Fische. 5, 6, 7, 8. Das lege ich zur Seite. Ich würfel nochmal 2 Schollen und einen Angelhaken. Die 2 wird verdoppelt, weil hier außen ja eine mal 2 liegt. Also nochmal 4 Schollen dazu. Und ich darf mir jetzt entweder aus der Mitte oder von einem Mitspieler noch eine klauen. Die klaue ich natürlich meinem Mitspieler. Sag, ach, ich bin mutig. Würfel nochmal. Huha, Glück gehabt. Eine Scholle wird verdoppelt auf 2. Wird nochmal verdoppelt auf 4. Die nehme ich zu mir und jetzt sage ich, okay, das langt mir. Ich leere aus und der Spieler hier drüben wäre wieder dran. So läuft das Spiel einfach ab. Man muss immer überlegen, würfel ich weiter, höre ich lieber auf, wo klaue ich mit dem Angelhaken meine Fische. Und dann wird einfach so lange gespielt, bis dieser ganze Haufen hier weggeangelt wurde. Dann endet das Spiel und dann zählen die Spieler einfach ihre Fische. Das heißt, die gelben sind 1 wert, die roten sind 5 wert. Und wer am meisten Punkte gemacht hat, hat das Spiel gewonnen. Einfache Regeln, ein nettes Glücksspiel, was man einfach mal kurz aus dem Regal holen kann. Eine schön kleine Schachtel, kann man auch super auf Reisen mitnehmen. Macht wirklich Spaß. Wer also gerne glückslastige Würfelspiele mit eigener Entscheidungsfreiheit, mache ich weiter oder nicht, mag, der macht hier sicherlich nichts falsch. Das war sie, meine Brettspielvorstellung von Schollenrollen aus dem Amigo Verlag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Brettspielvideo wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, macht's das gut. Euer Michael.